Diese Erfrischung widmet Ihnen Kaiserbier. Hast ein Kaiser, bist ein Kaiser. Nach dem großen Erfolg unserer letztjährigen Serie Meine liebste Hütten haben wir uns natürlich entschlossen, eine Fortsetzung zu drehen. Und wir starten spektakulär in die neue Almhüttensaison, nämlich mit einem Hubschrauberflug zum Württemberger Haus. Ja, liebe Zuschauer, es ist mein erster Hubschrauberflug und ich kann euch eines sagen, ich habe die Hosen gestrichen voll. Das Württemberger Haus ist eine traditionelle Alpenvereinshütte für Bergsteiger und Wanderer. Malerisch inmitten der Lechtaler Alpen, umrahmt von Gipfeln wie der Schieferspitze, liegt das Württemberger Haus unterhalb eines kleinen Sees auf 2220 Metern. In der Nähe liegen mehrere Kletterberge wie die Kreuzjochspitze oder die Leiterspitze. Es führen ja viele verschiedene Wege zu euch, aber welche sind denn das? Also einmal da, wenn wir hinter uns schauen, vom Interloch durchs Sommerloch, nachher von der Lechtaler Seite, von Gramas. Man kommt da durchs, von Madau, durchs Rättal oder von der Memminger Hütte kann man herlaufen. Wie lange geht man jetzt zum Beispiel von Gramas aus daher? Das sind circa zwischen 5 und 6 Stunden. Gehzeit. Vom Schwierigkeitsgrad her, welches ist jetzt da die leichteste Strecke und welches die schwerste? Die einfachste ist sicher vom Inntal durchs Sommerloch rein, weil du hast keine Scharte zum Überqueren. Mhm. Weil vom Lechtal her musst du über die bittere Scharte, das Leiterjöchel, da musst du überall drüber gehen, ist zwar alles mit Seil versichert, aber die einfachste Variante ist von Zomsoch. Danke. Bitte. Bereits 1924 gebaut, blieb der Charakter einer traditionellen Berghütte trotz zeitgemäßer und effizienter Modernisierung erhalten. Die urige Stube mit ihrer charmanten Atmosphäre lässt die Besucher in Erinnerungen schwelgen und unvergessliche Stunden erleben. Wir sind seit 2008, sind wir die Pächter im Württemberger Haus, gehen jetzt in 8. Sommer und freuen uns jedes Jahr wieder da heroben zu sein. Wir sind jetzt von heute weg bis 25. September. Je nach Wetter sind wir wieder im Tal. Und die ganzen 14 Wochen sind wir durchgehend heroben. Kannst du uns ein bisschen was über die Geschichte von dem Haus erzählen? Ja, 1925 Eröffnung vom Württemberger Haus. Ich starte einmal mit Mullis, Haflinger, teilweise Bundesheer, aufgeliefert worden. Die ganzen Vertäfelungen, was man da so sieht. Ansonsten hat man eigentlich das ganze Gestein, wo die Hütte besteht, eigentlich draus der alte Teil, hat man von den Gesteinsmassen, was so um und um in Natur liegen, hergezaubert. Und ja, im letzten Umbau, was da eigentlich groß war, war 2005 mit den Kloanlagen. Das war der letzte, letzte Woche noch die Dachgaube. Und ab Mittwoch gehen wir dann in die Saison. Wir stören euch ja quasi gerade in den letzten Vorbereitungen vor der großen Eröffnung. Ja, in der Erstversorgung haben wir ein bisschen Stress, haben wir nicht so Zeit für euch. Gell? Aber ja, die Erstversorgung, die ist jetzt heute am Ende des Tages eigentlich beendet. Da muss alles dort sein, wo es ist. Nachher wird am Nachmittag durch die Hütte geschossen, die ganzen Lager fertig machen. Putzen, morgen abends
ist das Ganze dann fertig, hoffen wir. Und am Mittwoch geht dann der Gastbetrieb los. Und auf was dürfen sich die Gäste freuen? Ja, unsere Gäste dürfen sich natürlich wieder freuen auf unseren besten Kaiserschmarrn. Von dem ist eigentlich schon sehr viele Schwärmen und extra wegen dem kommen. Ja, und sind schon mal halt in so Kräuterpesten, was wir immer selber machen. Und ein oder die anderen Spezialitäten, was wir halt so vom Haus hergeben können. Was einfach zum Kochen ist, wo nicht wunder was für einen Aufwand macht. Auf das können sich eigentlich unsere Gäste freuen. Und natürlich auf die nette Bedienung und auf den Spitzenkoch, was wir haben. Da weder eine Forststraße noch eine Materialseilbahn existiert, erfolgt die Versorgung und Eindeckung mit Lebens- und Bedarfsmitteln per Hubschrauber. Der Weg zum Württemberger Haus lohnt sich und wird nicht nur mit einem grandiosen Ausblick, sondern auch mit allerlei Schmankerln aus der Küche belohnt. Das Württemberger Haus. Traditionell und außergewöhnlich.